Wegen einem Toaster hatte ich ein Konto bei der Deutschen Bank. Ich wollte es heute kündigen. Der sagte, sie sind 63,30 Euro im Minus. Vielen Dank. Ich hab das Konto nie benutzt, rief ich und sah ihn grinsen. Er sagte, Kontoführungsgebühren und Überziehungszinsen. Und dann hörte mich der Mann hinterm Schalter schreien, was denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein. So ein Scheißverein, das erzählte ich meiner Freundin am Telefon. Na, zumindest halb, ja, ihr denkt's euch schon, die Verbindung brach ab, denn ich bin bei O2 und dass die Verbindung ständig abbricht, gehört da dazu. Und dann hörte mich die Frau in der Hotline schreien, was denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Scheißverein. So ein Scheißverein, Scheißverein. So ein Scheißverein. Und dann bekam ich auch noch Besuch und der war komisch drauf. Die wollten unbedingt auf den Reichstag rauf. Ich blickte auf die Sitzung im Parlament, auf jene, die man Volksvertreter nennt. Und dann musste ich einfach von der Kuppel schreien, ist das die Mitgliederversammlung vom größten Scheißverein? Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein. Deshalb verhaftete mich dann die Polizei, ich sag ja, ihr habt noch gefehlt, seid auch ein Scheißverein. Doch zum letzten Buchstaben, da kam ich nicht. Es spricht sich schlecht mit nem Schlagstock im Gesicht. Und jetzt höre ich alle nachts in ihren Zellen schreien, was denn das hier überhaupt für ein Scheißverein? Und jetzt alle Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein. Naja, ich merke, bei manchen fehlt es noch so ein bisschen an der Motivation. Ihr könnt euch ja einfach mal vorstellen, wie das ist, wenn ihr am Montag wieder auf Arbeit müsst. Oder wenn ihr das nächste Mal in ein Reisezentrum der Deutschen Bahn geht. 1, 2, 3, 4, Scheißverein. Jetzt geht's. Na, so. Das war klar. Das ist. Man muss das. Man muss das ja auch rauslassen, ne? sonst kriegt man Krebs. Also es ist also wie die buddhistischen Mönche, die immer rauslassen, ja. Aber könnt ihr Scheißverein das rauslassen? Und das ist noch ein viel stärkeres Mantra. Also nehmt's mit nach Hause, ne? Also ich habe auch schon gehört von Leuten, die haben das als Klingelton runtergeladen. Für wenn die Arbeit anruft, ne? 1, 2, 3, 4, Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein, Scheißverein, so ein Scheißverein. Diese Häufung kann doch kein Zufall sein, hier und da und überall ein Scheißverein. Bin ich paranoid oder versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, wir leben im Land der Scheißverein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön.